Recht herzlich willkommen zur 217. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, schauen wir mal rein. Die drei haben wir jetzt da oben in der Station. Aber wir müssen jetzt mal gerade gucken, was noch offen ist. Weil wir haben ja noch ein bisschen was, ne? Okay, 249 Tage, das dauert noch ein bisschen länger. Aber irgendwo fliegt doch noch eine Kapsel rum. Da ist sie. Minimus V6. Die fliegen hin, ne? Aber wir hatten auch noch was, was wiederkommt, oder? Haben wir die schon gelandet? Kerbin-Station ist da unten. Jetzt bin ich echt überfragt, ne? Das sind die 249 oder 48, 49 Tage. Oder waren die doch schon gelandet? Kann auch sein, ne? Was ist denn das hier für eine Aufgabe? Agency Saltronic Electronics, okay. Jeduna ohne Wiederkehr. Das sind die 249 Tage. Nee. Kam doch vom Minimus zurück, oder? Ist wohl doch nicht mehr so, oder was? Nee, von Dun. Von Minimus V6. Das ist das, ne, oder? Ne, die kommen wieder, oder? Ja. Aber erst in 12 Tagen, oder was? Die fliegen aber hin. Und die kommen zurück. Alles gut. Das ist Duna ohne Wiederkehr. Passt also noch alles. So, und hier haben wir noch das Lidernde offen. Wüsste ich hier jetzt auch noch gerne, welche Aufgabe das ist. Toggle Sides? Ne. So. Welche Aufgabe ist das? Ja. Will die Orbiter Station around Minimus, position Satellite in the Spacefire Orbit of Duna und explore Duna. Dann haben wir hier Rescue Busfleet from Orbit of Minimus. Rescue Defort from Orbit of Minimus. Okay, dann haben wir ja schon mal den auf dem Rückweg, das passt ja schon. Position Satellite in Spacefire Orbit of Duna. Nee. Test. Das ist diese große Rakete, die wir gar nicht testen können, weil wir da nicht hinkommen, oder wie war das? Ja. Aber diese Aufgabe. Agency, Saltronic, Electronics. Die müssen wir erstmal finden. Active. Jetzt haben wir hier wieder den Bug. Einmal bitte nochmal zurück. Nochmal rein. Und jetzt geht's. Explore Duna. Duna, Minimus, Minimus, Duna. Dann muss es ja hier sein, oder? Den sollen wir aus. Den Rescue Transport from Orbit, Kerbin. Ja, okay, das kann man ja definitiv eigentlich machen. Minimus. Das hier, Position Satellitenrakete in einem Asteroid Orbit of, das ist die Aufgabe, okay. Hört sich auch nicht schlecht an, ne? Was ist denn hier so angegeben? Ex
expired in 2 Tagen, Duration 5 Jahre. Das geht alles. Be in command of satellite record incomplete. While cleaning up after an unintended ignition, one of the overwork teams at Satronic Electronics raised an interesting question. We've got a competition to see which agency can get the most satellites in particular orbits and would like some assistance, so this is where you come in. We need you to move it into a nearby orbit. Trust is significant. Expired. Ist klar, das haben wir schon. Satellite is currently in orbit of Kerbin. Orbit specification is okay. Longitude. Be in command of satellite again incomplete. Ensure that the sound antenna and instruments are wrong. Aha. Create your design. A designated orbit around Kerbin. Okay, ziemlich okay, das ist ja alles. Eine Antenne und Stromerzeugung wird wahrscheinlich verlangt, mehr nicht. Könnte man also auch annehmen. Machen wir mal. Und nee, rescue Tom Don from orbit of Kerbin. Den sollten wir eigentlich mal retten, ne? Ja, ich glaube, der hier wäre noch ganz interessant zu machen, dass wir den da runterholen, damit wir noch wieder einen Mitstreiter mehr hätten, ne? Wir wissen, dass hier expired. 5 Tagen, Duration 5 Jahre. Ja, das nehmen wir mal an. So, und dann müssen wir aber überlegen, was wir machen, ne? Active, available. Der Rest ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das machen wir. Also ich würde jetzt sagen, dann ist der nächste, den wir machen, ist ihn hier zu retten. Da müssen wir jetzt mal gucken, wo er ist, ne? Das müsste man doch jetzt sehen, oder? Da ist es doch, das Blaue. Oder? Da ist jetzt dieses Neue gekommen, keine Ahnung. Das müsste ja irgendwo seine Kapsel sein. Die ist es. Tom's Kapsel. Können wir nicht hin, wir müssen da erst hochfliegen, dann können wir den holen. Okay, das ist also schon mal geklärt, das wissen wir dann. Der ist immer in der gleichen... Na, warum geht denn das jetzt nicht? Verlassen. So, da sind wir hier hin. Rettungskapsel. Haben wir ja schon, ne, sowas. Laden. Nicht Moon Rescue, Kerbin Rescue, gibt's das oder nur Rescue? Kerbin Station. Kerbin Orbiter. Test Escape. Orbitalrakete, Rescue, Rescue Kerbin Orbit, das ist doch unser Gerät, oder? Gucken wir uns mal an. Ja, da fliegt dann einer mit und dann passt das schon. Und da sind die Schirme, das ist alles gut. Das, das. Das sieht alles gut aus. Ja, dann haben wir da jetzt nicht viel zu tun, sondern einfach zu starten, oder? Wer sitzt denn drinnen? Das ist vielleicht noch eine Frage, weil drei sind ja dann auch einer zu viel. Wir brauchten eigentlich nur einen Piloten. Den weg.
Botke kann auch weg. Iota kann bleiben. Und dann brauchen wir noch einen Piloten. Und das ist Areni. Tom Ford, haben wir den nicht gerade gerettet? Oder wollen wir den nicht gerade retten? Auch eine coole Geschichte, oder was? Nehmen wir den mit. Und einer leer, weil da sitzt ja einer oben dran, den wir raus runterholen müssen, ne? So, dann dahin. Und dann wollen wir das mal gerade starten. Na, komm schon. Windgeräusche höre ich schon. Und da ist er auch schon. Wir starten im Dunkeln. Auch interessant. Monument und noch eins. Okay. Schub, volle Leistung. SAS nicht an, aber jetzt. Und dann können wir eigentlich loslegen. Ne? 3, 2, 1. Stopp mal. Also wir haben keine Zusatztriebwerke. Nochmal. 3, 2, 1, go! So, da einmal rein. Gucken, wo wir da lang gehen. Passt schon, ne? Sieht doch schon schick aus. Hier mal nachfolgen. So läuft, oder? Kurz da mal gucken. 8000. Okay. 16.000. Wir müssen ein bisschen noch an Höhe gewinnen, glaube ich. War jetzt vielleicht doch nicht so gut, so steil hochzukommen, oder? Also nicht so steil, sondern so flach. Wir werden es gleich sehen, ob wir wie weit wir kommen hier noch, ne? 34, 35. Ich glaube doch, dass wir mit dem Triebwerk da noch hinkommen, ne? Orbit haben wir gleich. Sieht doch alles noch ganz gut aus. So, jetzt müssen wir aber waagerecht kommen. Die Stufe weg. Kurz nochmal geguckt. Geht, ne? Könnte schlimmer sein, sag ich mal, ne? So, gucken wir nochmal. Ja, kann man mit leben. Läuft alles ganz gut, glaube ich. Müssten eigentlich jetzt ein bisschen warten, bis wir wieder näher dran sind, ne? Jetzt wird das wieder alles so groß hier. Aber wir gehen da weiter rein, ne? Dann ist das nicht so. Wie muss ich denn da steuern, dass ich... Aber mal so, vielleicht wird es dann besser. Könnte sein, dass es wieder besser wäre dadurch. Nochmal gucken. Höhe wächst immer noch, aber ist jetzt egal. So, da kommen wir aber auch langsam in den Bereich, dass wir gleich die Periapsis sehen. Okay, da kommen wir mit klar. Können wir noch mal ein bisschen weiter runterziehen hier, ne? Vielleicht bringt das gerade was. So, da wandern wir natürlich jetzt gerade richtig weit weg. Aber das ist jetzt auch egal.
möchte jetzt erstmal die Periapsis sehen. Wann kommt sie? Gar nicht. Doch hier irgendwo, da ist sie. 15. Halt mal ein. Dahin warpen. Oder besser noch da hinten hin, ne? Na komm. Warp hier. Macht er jetzt nicht, oder was? So, nochmal ausrichten. Hier rüber. Kurz geguckt, aber ich glaube, das ist schon gar nicht so schlecht. Dann ist da die Periapsis, die machen wir jetzt mal gerade größer. So, und dann müssen wir mal gucken, wo die Kapsel ist. Tomfort hieß sie da, oder? Da, oder? Set is target. Dann haben wir hier 07 und da natürlich auch. Ja. Dann machen wir mal gerade hier irgendwo Manöver hin. Ist das jetzt hier unser Punkt? Ja. Das wäre dann eher falsch rum. Ne, das war schon. Das ist schon okay. Das heißt, wir müssen mit dem Punkt irgendwo anders hin. Und dann nochmal probieren. Okay, das war verkehrt. Okay, das ist schon da. Sagen wir nochmal. Sind wir hier? Nee, will ich nicht als Target setzen. Das ist verkehrt. Stopp, da sind wir 4-0, 4-3, 4-2, 4-3, hier mehr, ja, da ist 0. Dann ist das doch top, oder? Dann müssen wir ausrichten. Falsch. Lass mal gerade einmal angucken. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Solarzellen dran haben und wenn welche oder was für welche. Ah, hier. Klappen wir die mal besser aus, ne? Da ist noch einer. So, dann haben wir auch Strom auf jeden Fall. Das war jetzt klar mit dem Manöver. Müssen wir nur ausrichten nochmal. Okay, das sieht dann soweit so ganz gut aus. Und ein klein bisschen höher, ein klein bisschen nach links, noch ein bisschen höher und top ist es. So ausgerichtet sind wir. Jetzt müssen wir nur eine Zeit vorspringen. Wo ist denn das Manöver? Da irgendwo. Warp hier. Okay. Dann haben wir noch 2 Minuten.
Nochmal da einspringen. Da einspringen. So. Haben wir noch eine Minute. Ausrichtung ist, glaube ich, schon ziemlich optimal. Machen wir ein bisschen vor. Und so 173. Machen wir mal Vollgas dann dahin und dann schauen wir das schon, ne? Vierzig, dreißig, zwanzig und fertig. So, jetzt haben wir hier den Punkt. Jetzt sag nicht, das ist nicht richtig. Irgendwas ist da gerade schief gelaufen, kann das sein? Das ist sein Punkt hier, ne? Ne, Marthas Kapsel steht da, okay. Martha? Wo ist er denn jetzt? Tom Fords. Ist auch noch ausgewählt. Ach so. Ja, aber haben wir da 08 stehen, das passt doch gar nicht. Na, dann mal den weg, ne? Wer weiß, was wir da wieder falsch gemacht haben. Den bitte löschen. Da ist noch einer, wie viel haben wir denn? Hallo? Ich möchte diesen Punkt weg haben, jetzt habe ich ihn weg, oder was? Was ist da schief gelaufen gerade? Ad Manöver. So. Nee, das will ich ja gar nicht. Da passt es jetzt aber auch. Ne? Passt, also diese 01 können wir lassen. Weiß ich, was er da gerade hatte. Jetzt passt's. Na naja, okay. Dann können wir den definitiv. Irgendwas klappt jetzt hier gerade nicht mit dem Manöver wegmachen. So, weg damit. So, haben wir. So, jetzt müssen wir nur wissen, wo er ist. Gibbys. Da ist er. Ja, und wir sind jetzt wo? Da. Jetzt würde ich mal sagen, lass mal schneller vorlaufen. Um zu gucken, wann wir den schneiden. Weil hier ist ja eine große Schneidstelle sozusagen schon eingezeichnet, ne? Oder? Nee, das ist Quatsch, was ich gerade erzähle. Hey, ist es? Keiner von denen. Da hinten ist es. Dann sollten wir mal gucken, dass wir den erstmal hier gleich anders hinkriegen. Machen wir mal schneller hier. So, und jetzt Retour. Und dann den da erstmal reinholen, ne? So, haben wir, ja. Jetzt holen wir den Punkt da erstmal rein. So,
lass das mal so. Aber wisst ihr was? Diese weitere Aktion, die machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt. Und wenn ihr der Folge was abgewinnen konntet, dann gebt einen Daumen hoch und macht die Glocke an, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, wenn ich sie wieder hochlade. Bis dann. Tschüss.